Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie reinschauen. Hier ist Lanz kocht. Herbstküche ist unser großes Thema heute. Und wir werden unter anderem der Frage nachgehen, wie macht man und vor allen Dingen, woraus macht man eine richtig schöne herbstliche Marmelade? Das werden wir unter anderem diskutieren mit Veronique Witzigmann und freuen uns auf unsere Köche. Cornelia Poletto, Alfons Schubeck, Johann Lafer, Horst Lichter und auf die Küchenschlacht-Gewinnerin Gisela Stoll. Hallo, Frau Stoll, schön, dass Sie da sind. Herr Lichter. Nein. Hallo. Du hier. Johann. Hallo. Alfons. Servus. Ja. Aller Zeiten, weltweit. So, wo ist sie? Nachspeise. Veronique Witzigmann ist heute hier. Und wir werden reden ein wenig über Marmelade. Wir sagen es jetzt nur einmal. Sie sind die Tochter dieses ganz berühmten Kochs. Ja, ja, die bin ich. Haben aber selber nie wirklich gekocht auf seine Art und Weise, sondern nein, sich beschäftigt irgendwann mal mit Marmelade. Sagen wir mal so, über den familiären Hintergrund immer mit Essen konfrontiert, ja, ja, ganz klar. Aber über die Marmelade oder auf die Marmelade bin ich eigentlich gekommen, weil ich eine kleine Tochter hatte, die kein Obst essen wollte. Ah, okay. Darf ich nebenbei ein bisschen arbeiten? Ja, sehr, weil bitte, sonst, wir bitten darum, sonst wären wir dann nicht fertig. Ne? Genau. Ja, ja. Und sie wollte also kein Obst essen und irgendwann war der Tag draußen, es war Sommer und ich bin einkaufen gegangen und habe gedacht, ich probiere jetzt einfach mal einen Fruchtaufstrich, okay, mit wenig also Zucker. Pürieren sozusagen. Ja, das kam erst dann danach. Ich wollte Obst einkochen mit viel Fruchtanteil und wenig Zucker. Und dann habe ich mir gedacht, damit man diese Stückchen nicht mehr sieht, ah, okay, das war diese Versteckstrategie, habe ich gedacht, okay, wir pürieren das. Und bei ihr hat es funktioniert. Und bei ihr hat es funktioniert. Also die isst jetzt wunderbar Frucht, ein Traumkind. Naja, meiner macht also das es, nicht. Es wird also besser, es wird besser. Das war der Beginn einfach. Davon. Okay, also Veronique, schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns sehr. Ich freue mich auch. Normalerweise ist ja hier unsere Dessertstation so ein bisschen die Ausruhstation. Also jetzt bloß keine unnötige Hektik hier an dieser Stelle. Ja? Okay. Und viel Spaß dabei. Ja, danke. Wir schauen uns gleich mal an, was das genau wird. Und dann werden wir ein bisschen reden über die Frage, was macht eine gute Marmelade aus? Cornelia, was ist das hier? Ist das Streichschokolade? Ja, zeig das nicht. Das ist irgendwie die Leber, die sieht so komisch aus. Was ist das? Eine Leber. Eine Kalbsleber. Ach, eine Leber. Mhm. Oh. Ich mache ja eine herbstliche... Das erinnert an Nutella, um ehrlich zu sein. Schau an mal Nutella? Hier. Ja, also, sagen wir mal... Nein, ich mache eine glasierte Kalbsleber, ganz herbstlich mit Chicorée. Glasierten Chicorée mit Honig und einer Apfel-Balsam-Vinaigrette. Leber ist ja auch immer so ein. Leber ist ja auch immer so ein. Leber ist ja auch immer so ein ganz spezielles Lebensmittel. Wollen wir mal in die Zuschauerrunde fragen, ganz kurz, wer von Ihnen isst gerne Leber? Aha. Wer mag es gar nicht? Ja, zu euch komme ich da gleich mal rüber. Ja. Damit Sie mal ein Gefühl dafür kriegen, wie Leber noch schmecken kann. Warum essen Menschen nicht gerne Leber? Also zum einen gibt es ja häufig diesen berühmt-berüchtigten, sagen wir mal, Schuhsohleneffekt. Ja, also ich glaube, das große Problem ist einfach schon diese Idee Innereien. Ist für viele ein großes Problem. Und ich glaube, viele haben auch eine große Hemmschwelle damit, überhaupt das zuzubereiten. Mhm. Also das anzufassen, das hat natürlich schon eine etwas andere Konsistenz als ein Muskelfleisch. Mhm. Aber ich glaube, wenn man einmal es gut zubereitet probiert hat, werde ich auch die, die da oben sitzen und es nicht essen wollen, hoffentlich heute überzeugen können. Chicorée, sagst du, ne? Ja. Ist heute mit dem Spiel. Warmer Salat von Honig-Chicorée und Kalbsleber. Chicorée ist dieser Salat, der so leicht bitter schmeckt. Genau, also das sind diese... Ich mag den gar nicht. Ja, toll. Belgier super essen im Schnitt, da oben mag keine Leber, du machst kein Chicorée. Ja, ist schwierig. Ja. Super Rezept. Wer mag Chicorée von Ihnen? Wer mag es gar nicht? Ach, guck mal. Ja. Ach, guck mal, wir sind zu viert. Da komme ich auch gleich mal hin. Also es ist tatsächlich ein ganz besonderer Salat. Ja, also das Wir haben sind das mal recherchiert. Die Belgier essen im Schnitt 8 Kilo pro Jahr. Die Franzosen 4, die Deutschen 300 Gramm. Ich finde zu Recht.
Ja, aber das ist genau wieder, also diese Endiviensalate haben halt diese Bitterstoffe. Man muss richtig mit denen umgehen können. Also wenn man die zum Beispiel im warmen Wasser etwas liegen lässt oder sogar einen kleinen Schuss Essig dazu gibt, zieht man die Bitterstoffe heraus. Mhm. Ich mache extra dieses Glasierte mit dem Honig, um tatsächlich dieses Süß-Bittere ein bisschen aufzuheben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch das ist wieder eine Salatart, die ganz toll schmecken kann, wenn man weiß, wie man damit umgeht. Mhm. Also, Cornelia Poletto, meine Damen und Herren, ich sage es gerne noch mal, Salat von Honig-Chicorée und Kalbsleber mit Apfelbalsam-Vinaigrette. Wow. So, Johann. Du hast uns heute was ganz Besonderes mitgebracht. Ja. Und zwar einen ganz besonderen Fisch. Gebratene Rotbarbe auf Bouillabaisse. Jawohl. Ja. Wo ist denn der Fisch? Wo hast du ihn? Im Kühlschrank, immer noch. So. Ist übrigens, wir haben das mal recherchiert, ist heute im Verlauf, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, Johann, für die Statistiker, ich glaube, das dritte Mal oder das vierte Mal in 4 oder 5 Jahren, dass du diesen Fisch zubereitest. Also Fisch mit Seltenheitswert. Rotbarbe. Habe ich den überhaupt schon mal zubereitet hier? Ja, dreimal. Dreimal? Also sagt unsere Statistik, dreimal. Dreimal, genau. In fast 4 Jahren Kochsendung, das dritte Mal. Dass der Fisch hier jetzt vorkommt, generell. Dass dieser Fisch grundsätzlich hier auftaucht bei uns. Okay. Einen guten Tag sagt. Das ist ein wunderbarer Fisch, ist ein typischer mediterraner Fisch. Der wird also hauptsächlich für Bouillabaisse genommen, aber auch so als Filet zum Braten. Ist sehr geschmacksintensiv, also im Vergleich zu anderen Fischen. Und der braucht nur wirklich ganz kurz und wird also, wie gesagt, dann mit diesem wunderbaren Gemüse, mit Safran, Perl, Zwiebel, Thymian, Rosmarin im Sud serviert. Machst du den so selten, weil du unsere Haushaltskasse sparen willst oder schonen willst? Oder, Nein, der Fisch ist wirklich nicht sehr einfach zu bekommen, das muss man einfach sagen. Und es ist ein ganz spezieller Fisch, den man, wie gesagt, ja, auch in der Küche bei uns im Restaurant nicht jeden Tag einsetzt. Aber was ist das Besondere an diesem Fisch? Also A, finde ich, wie gesagt, es ist ein sehr schöner, aromatischer Fisch, der einfach super Eigengeschmack hat. Und B, natürlich ist er auch ein ganz zarter Fisch, der also sehr weich ist von der Struktur her, aber trotzdem sehr, sehr gut zum Braten geht und nicht sofort zerfällt. Und ist auch ein ganz magerer Fisch, ne? Genau, mager. Wenig fett. Mag ist er auch. Und wenn auch alle Schuppen weg sind, schmeckt er noch besser. Sehe ich gerade hier. Ansonsten, wie gesagt, ich denke, wir lassen uns überraschen, es ist ein sehr schöner Fisch. Hast du dich schon mal beschäftigt mit Rotbarbe? Ja. Also ich bin großer Fan von Rotbarbe, weil, wie wir ja vielleicht der ein oder andere schon mitgekriegt hat, meine Küche auch sehr mediterran und italienlastig ist. Und das ist für mich ein ganz kräftiger, wunderbar aromatischer Fisch. Und der gehört einmal in die Mittelmeerküche. Also, gebratene Rotbarbe wird es heute geben mit Johann Laffer. Wir reden gleich noch mal über Safran, ein ganz besonderes Gewürz. Gerne. Ja, und freuen uns auf den Besuch von Horst Lichter, gemeinsam mit Gisela Stoll. Nee, sie ist da. Ach Mensch, das macht ja der. Ja. Ich weiß. So, Horst macht heute Kalbsfilet mit Mangold- und Rosmarinkartöffelchen. Ja, ganz einfach. Herr Lichter. Also ich muss schon sagen, kaum steht eine Frau in der Reihe, werde ich wieder dazugeordnet. Ne? Das ist irgendwie schon komisch. Obwohl du ja weißt, guck mal, wer da steht. Weil ich kann mir heute nichts erlauben hier. Mit Johann, ne? Ja, das gibt richtig Ärger. Ja, ich weiß. Ne? Da darf ich nichts machen, ja. Und im Übrigen, ich habe es auch deswegen falsch zugeordnet, weil hier Kaninchen im Spiel ist. Du hast gar kein Herd. Wieso? Wie kommt das? Ich werde gemobbt. Hier, guck da. Jeder hat ein Herd. Ich habe kein Herd mehr. Ja, die machen einfach ohne Herd. Sie leihen ihm eine Herdplatte. Das muss man mal sagen. Das ist ja schon seit ewigen Zeiten so. Es sind 5 Köche. Aber nur 4 Herde. Ja. Also der zum Beispiel wie er hat jetzt die Arschkarte halt. Und wenn er sich jetzt mit dem Johann zerstreitet und mit uns, dann kann er nicht mehr nach Hause gehen, dann hat er gar kein Herd. Ja. Wobei. Das ist hier so. Aber ich glaube, ich könnte trotzdem was zu meinem Essen erzählen, bevor wir das vergessen. Ja? Ich glaube allerdings, dass du die ganze Zeit auch hier auf dieses Kaninchen schon rüberschiebst, oder? Kaninchen ist doch eigentlich dein Thema. Wenn du lieber darüber möchtest, geh ruhig rüber. Ja? Ich finde deine Liebe zu Kaninchen. Ja, also ich bin da schon die ganze Zeit am Gucken. Aber ich habe das Tier noch nicht gesehen. Bis jetzt sehe ich nur ganz viele Gewürze und Kräuter und Pilz. Ach, da ist der Kanickelfilet. Jetzt sehe ich ihn. Kanickelfilet. Sehr schön, sehr schön. Aber mein Fleisch ist größer.
Ne? Also so, das ist, erzähl mal, was du machst. Also ich habe ja schon was getan in der Zeit, ja, ja. Wo Sie da vorne so überall erzählt haben. Ich habe schon Kartoffeln im Backofen stehen. Ja. Und ich würde die ja gerne zeigen, weil die Bitte. Sehen so schön aus. Hast du eben Kartoffeln gesagt? Ja, Kartoffelchen. Kartoffelchen. Du hast Kartoffeln gesagt? Ja, ich meinte aber Kartoffelchen. Du meintest Kartoffelchen, ja. Genau. Aber guck mal, ich habe rohe Kartoffelchen ab in den Backofen geschoben und die lasse ich jetzt roh im Backofen garen. Okay. Und dann werden die nachher noch mal mit einem kleinen bisschen Olivenöl und frischem Rosmarin noch mal angeschwenkt. Ohne Öl, ohne alles oder wie? Ohne Öl. Ja? Einfach nur so im Backofen bei Heißluft. Keine Butter? Nein, auch noch nicht. Ja, ich werd komisch. Das färbt ab von den Jungs rechts, links neben mir. Ich wollte gerade sagen. Und jetzt brate ich erstmal das Kalbsfilet schön an. Ziehe nachher in dieser Pfanne eine Soße aus Weißwein, Kalbsfond und ganz zum Schluss ein Spritzerchen Sahne mit ein paar Schalöttchen drin. Weil du brauchst Soße. Wenn du Kartoffelchen hast, braucht man Soße. Süß. Ne, Johann, nicht wie bei dir, so ein Klecks am Teller. Ne? Weißt du, so einmal wegwischen, sondern so ein Pott Soße mache ich rein, ja? Aber kann es sein, dass der ideale Garpunkt gerade schon vorbeigegangen ist an uns? Nein, 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 nein. Ich bin ja noch am Anbraten. Können wir das mal zeigen, bitte ganz nah. Dieses Fleisch hier. Johann, was meinst du? Ja? Dankeschön. Ja. Ja, ja. Es wird ja nur angebraten. Ist aber auch für dich eine Herausforderung, oder? Ja. Den richtigen Garpunkt zu kriegen. Hast du ein neues Parfum heute? Ja, das heißt Distance 50. Ich wollte ein bisschen Platz haben um mich herum. Ne? Ich habe mir eine Knoblauchzehe unterm Arm geschoben. Ja. Also es riecht so, sagen wir mal. Ja. Also ich werde dann nachher noch mal versuchen, ernsthaft drüber zu reden. Ja. Du möchtest zum Kaninchen. Ich weiß ja, deine Liebe zum Kanickel, die ist ja, ja. Sehr, wirklich sehr ausgeprägt. Ne? Ja, ich liebe Woher Kaninchen. Woher kommt das? Ja, vom Papa, ne? Weil der hat ja Kanickel gezüchtet, obwohl das war auch gelogen. Das haben die Kanickel selber gemacht, habe ich später gesehen. Ja. Ja, ja. Aber Mama hat halt aus Kanickel alles gemacht. Schweinebraten, Rinderbraten, selbst Rehrücken. Ja, war sehr lecker, sehr lecker. Horst Lichter, meine Damen und Herren. So. Und jetzt freuen wir uns auf Alfons Schubeck und Gisela Stoll. Das ist jetzt die richtige Kombination. Sie ist heute die. Genau. Gisela Stoll ist nämlich unsere Küchenschlachtgewinnerin. Und sagen wir mal, künstlerisch auch höchst begabt, Frau Stoll. Ja. Sie ja. malen gerne, ne? Ja, malen hat Und ja Sie kochen gerne. Ja, passt ja zusammen, oder? Ja, inwiefern? Ja, beim Kochen mache ich keine fertigen Rezepte, ich erfinde sie selber meistens. Sie kochen sehr nach Gefühl? Eigentlich? Ja. Ja. Wenn ich einen Salat mache. Können Sie das Geräusch nochmal machen? Ja. Wenn ich einen Salat mache, siebenmal die Woche, wird er siebenmal anders. Aus Versehen oder weil Sie das so wollen? Absicht, ich mache jeden Abend, fällt mir was anderes ein. Sie haben doch, glaube ich, in den Anfangszeiten Ihrer Ehe gelegentlich auch Zucker mit Salz verwechselt. Kann das sein? Oh, wie peinlich. Das war aber ja, so, ne? Ja. Ist Ihr Mann heute auch hier? Da mit dem ganz bunten Hemd, der arme Mensch. Der arme Mensch mit dem bunten Hemd. Nein, in den Schüsseln. Ich sage Ihnen jetzt was, Frau Schulz. Das mit dem Salz und mit dem Zucker, das ist dem Herrn Laffer auch schon zweimal bei Johannes Kerner passiert. Mit 8 gehäuften Esslöffeln. 8 gehäufte Esslöffel? In einem Obstsalat, in einem riesengroßen. Oh. Oh. Ja, das ist natürlich. Das ist natürlich. Das war so furchtbar. Das ist ein bisschen heftig. So, ja. Wir schauen uns jetzt mal an, was Sie heute machen. Also, Kaninchenfilet an Wacholderrahm Steinpilzknöpfle. Genau. Und Sie sagen, oh, aber. Was sind denn Knöpfle? Das sind Spätzle im Spätzlesieb. Das hat so runde Löcher. Da presst man die durch und da gibt es so kleine Kügelchen. Ah. Und das sind Spätzlekügelchen mit Steinpilzen innen drin. Und Spätzle. In Butter geschwenkt. Knöpfle. Lecker. Kartoffelchen. Ja. Lecker. Was ist denn das für ein Gefühl, neben Alfons Schubeck zu kochen? Ich komme mir vor wie der Lehrling im ersten Lehrjahr. Ehrlich? Aber. Ja. Wobei wir immer wieder überrascht sind. Ich lasse Sie heute richtig arbeiten, weil das ist ein Schmarrn. Wenn die das fertig machen und sie steht daneben, dann sollen ja wissen, wie es da ist. Ja? Und oh, wenn es brennt, schreite ich ein. Aber jetzt bin ich dein, sagen wir mal, Bodyguard, oder wie man das sagt. So was in der Ja, genau. Sie sind an guten Händen, Frau Stoll.
Ich bin mir dessen bewusst. Der Herr Schubeck ist öfter mal im Fitnessstudio unterwegs. Insofern. Ja. Muss aber ich was auch, da geben wir uns nichts nach. Sie gehen gemeinsam ins Fitnessstudio? Nee, gemeinsam nicht. Hat nicht. Johann Lafer saß doch mit einer Zuschauerin schon in der Sauna, ne? Das war doch. Ja. Sag mal, ist heute wieder alles aus der Vergangenheit aufzurollen? Ja. Obwohl, was ja neu ist bei Johann, der presst ja keine Oliven mehr für das Öl, sondern der geht mit denen in die Sauna, damit die das Öl ausschwitzen, weil die ihm leid tun. Das Fleisch anschwitzen. Nein, wir machen das gleich zum Schluss. Machen wir jetzt die Soße, ist mal wichtiger. Weil wir müssen jetzt gerade absprechen, was sie zuerst macht. Weil sie macht ja die Kaninchenrücken mit diesen Steinpilzspätzle. Und jetzt müssen wir die Soße machen, weil wenn wir die jetzt nicht machen, geht nichts. Dann geht nichts. Das habe ich gesagt, mach für ja gescheite Sauce. Das war aber es ist trotzdem irgendwie alles nicht so wie sonst. Also der Lichter kocht ohne Butter, du hast kein Ingwer im Spiel. Also ja, halt. Ach, da ist er doch. Als Getränk. Ingwerwasser. So, Alfons Schubeck und Gisela Stollen, meine Damen und Herren. So. Veronique. Ja. Also, Marmelade. Ja. Genau. Was ist denn zunächst mal der große Unterschied zwischen Marmelade, Konfitüre und dann gibt es auch noch Fruchtaufstrich? Ne? Also im Grunde genommen ist es so, darf ich das mal ganz kurz sagen? Ja, klar. Im Grunde genommen ist es so, dass es der Fruchtanteil die Aussage ist. Das heißt, das Hochwertigste, was man essen kann, ist der Fruchtaufstrich. Mhm. Der hat 70% Fruchtanteil. Und alles andere hat also weniger. Das heißt, 50% Zucker schmeckt dann halt auch nicht mehr ganz so fruchtig, sondern sehr süß. Mhm. Und das war mir eben ein Anliegen, möglichst hochwertig das Ganze zu verarbeiten. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Wir reden über Marmelade. Also grundsätzlich bei Marmelade geht es doch. Danke. Geht es doch. Alles ganz entspannt hier. Da geht es doch, wenn ich das richtig verstanden habe, immer um dieses Mischverhältnis, ne? Genau, es geht Zucker, um das. Frucht. Genau. Früher üblich gewesen, eher 1:1, oder? Ein Kilo Frucht, ein Kilo Zucker rein und dann zu Tode gekocht, wie Sie das so schön formuliert haben. Hab ich das gesagt? Das haben Sie so gesagt, okay. Ja, das ist auch so. Das hat aber früher den Hintergrund gehabt, der durchaus berechtigt war. Man hat das ganze Jahr genommen, um das Obst zu konservieren für ein Jahr. Aber also heute, für eine längere Zeit. Für eine längere Zeit. Also man kann es auch länger aufhalten. Aber heute haben wir Gott sei Dank den Vorteil, dass wir immer wieder schön an frisches Obst drankommen. Und wir können öfter die Sachen einkochen und brauchen nicht mehr so viel Zucker. Sie sagen in dem Zusammenhang, wer seine Marmelade länger als 6 Monate aufbewahrt, ist kein echter Marmeladenfreak. Ja, der ist kein Freak, nein. Ja. Und Sie sind ein Freak? Ja, logisch. Wie lange hält denn die Marmelade bei Ihnen? Das dürfen Sie bei mir so nicht fragen. Sie müssen das so fragen. Wenn Sie den Kühlschrank aufmachen, was ist drinnen? Was ist drin? Im obersten Fach nur Marmeladenpröbchen. Marmeladenpröbchen? Ja. Und stimmt es, dass Sie ein eigenes, sagen wir mal, Versuchslabor für Marmelade haben, irgendwo in der Nähe von München? Wo Sie dann regelmäßig hinfahren und alles Mögliche zusammen. Das eigene Versuchslabor ist eigentlich bei mir zu Hause, weil ich bevorzugt am liebsten eigentlich abends und nachts ausprobiere, wenn es ruhig ist. Das ist mein Labor. Und dann stehen Sie da und tüfteln am richtigen Mischverhältnis und so weiter? Eigentlich mehr am Geschmack, weil das Mischverhältnis möchte ich immer. Entschuldigung, wenn ich nebenbei ein bisschen arbeiten muss. Ja, unbedingt. Das Mischverhältnis ist immer die 70% Frucht, weil das ist mir einfach ganz wichtig, dass der Geschmack eben so intensiv ist. Ja? Jetzt ist mir übrigens wieder eingefallen, was ich sagen wollte, die Konfitürenverordnung. Ja. Darüber hatten wir vorher gesprochen. Die Konfitürenverordnung heißt, also alles, was aus herkömmlichen Früchten hergestellt ist, Erdbeeren, Kirschen, das ist eine Konfitüre. Alles, was aus Zitrusfrüchten hergestellt ist, ist eine Marmelade. Jetzt weiß ich nicht, wie das bei Ihnen ist in Hamburg, aber bei uns sagt kein Mensch, gib mir mal die Erdbeerkonfitüre, das ist ja Erdbeermarmelade einfach. Richtig, oder? Ist aber eigentlich genau genommen falsch. Ja? Ist genau genommen falsch, ja. Ich kenne aus Stonk diese berühmte bittere Orangenmarmelade. Genau. Das ist dann Marmelade. Das ist Marmelade, ja. Okay. Das ist die Konfitüre. Und da gibt es richtige Verordnungen, einfach nur damit wir mal ein Gefühl dafür kriegen, womit wir uns in Deutschland so beschäftigen, auch behördlicherseits. Das hier ist tatsächlich die Konfitürenverordnung. Oh! Ja. Sollen wir mal vorlesen? Gehen wir die durch heute? Ja, pass auf. Ja, großartig. Also, da steht drin, was eine Konfitüre extra sein muss. Ja? Ich lese Ihnen das mal vor. Mhm. Konfitüre extra ist die streichfähige Zubereitung aus Zuckerarten, nicht konzentrierter Pülpe, aus einer oder mehreren Fruchtarten und Wasser. Konfitüre extra von Hagebutten sowie kernlose Konfitüre extra von Himbeeren, Brombeeren, schwarzen Johannisbeeren, Heidelbeeren und roten Johannisbeeren darf jedoch ganz oder teilweise aus nicht konzentriertem Fruchtmark hergestellt werden. Das ist eine Wissenschaft für sich, oder? Ja, unfassbar. Aber das müssen Sie alles wissen? Das
muss man wissen, bevor man das anfängt, das Ganze. Aber ich denke, letztendlich, das Wichtigste ist doch, dass Sie immer ein qualitativ hochwertiges Produkt verarbeiten. Mhm. Und dann, finde ich, kann eigentlich schon gar nichts schief gehen. Nehmen Sie ausschließlich frische Früchte oder darf es auch mal was Tiefgefrorenes sein? Am liebsten verwende ich frische Früchte. Mhm. Es gibt einige Sachen, die man gut auch gefroren verwenden kann. Es gibt aber auch einige Früchte wie Aprikosen oder so, da geht es gar nicht. Also es gibt so eine Mischung. Ja. Und dieses Mischverhältnis, über das wir eben gesprochen haben, wie machen Sie das idealerweise? Sie haben einen Trick, um sozusagen mehr Frucht da reinzukriegen. Sie lassen den Zucker einfach weg. Nein, das ist, also es wird, wenn Sie normal einkochen, 1:1 oder halb, ja, dann machen Sie einfach den Fruchteinteil, erhöhen Sie auf die 70% und nehmen dann eben stattdessen nur die 30% Zucker. Aber alle Damen und Herren, die sich mit sowas schon beschäftigt haben, die wissen das. Gibt es Männer, die ernsthaft Marmelade einkochen? Gibt es hier jemanden im Publikum, einen Mann, der schon mal freiwillig Marmelade eingekocht hat? Sie kochen regelmäßig Marmelade ein? Mein Quotenmann. Also, Veronique Witzigmann, wir sind gleich wieder da. Das will wir jetzt mal ganz kurz genauer wissen. Also. Darf ich einmal kurz dazwischen? Das ist ein Outing, das wissen Sie, ne? Damit kann ich leben. Ja. Sie kochen wirklich Marmelade? Ja, hin und wieder, wenn dann genug Früchte da ist. Warum nicht? Ich mag es gerne und mir schmeckt es. Besser oftmals als die gekaufte. Machen Sie dann auch diesen Test? Sie nehmen dann was raus und legen es auf eine kalte Unterlage Nein, sowas, das habe ich früher mal gemacht, aber das ist... Das machen Sie jetzt nach Gefühl? Ja, jetzt. Welche Früchte nehmen Sie? Alles das, was uns Freunde im Garten hergeben. Pflaumen, Erdbeeren am liebsten, Banane mitunter dazwischen. Alles das... Was so ansteht. Was so ansteht, ja. Also, wir kommen gerne mal vorbei und dann machen wir mal diesen großen Marmeladentest bei Ihnen. Ja? Okay. Schön, dass Sie da sind. Danke. So, Cornelia, Leber ist ja schon fast fertig, ne? Ja. Bist du denn zufrieden mit dieser Leber? Mhm. Ja? Also das, was ich jetzt probiert habe, ist in Ordnung. Mhm. Ich habe jetzt diesen Chicorée hier mit dem karamellisierten Honig gebraten, bisschen abgelöscht mit Calvados und Apfelsaft und habe dann diese Apfel-Balsam-Vinaigrette gemacht. Wo kommt dieser Honig her? Du, das musst du mal deine Redaktion fragen. Da, wo wir ihn eingekauft haben. Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben hier in Deutschland ganz, ganz tolle Imker, die super Honige machen. Der ist übrigens sehr schön. Aber was es genau für einer ist, kann ich tatsächlich nicht sagen. Gibt es bestimmte Honigsorten, die du bevorzugst? Ja, also was ich sehr, also wirklich mein Favorit ist ein Orangenblütenhonig, den ich aus Sizilien bekomme. Das ist natürlich die italienische Variante. Ansonsten gibt es hier so viele witzige, verschiedene Honige, da muss man sich auch ein bisschen durchprobieren. Also auch so Fichtennadelhonig ist sehr speziell, Eukalyptushonig kann auch sehr witzig sein. Dann gibt es natürlich auch wieder mildere Sorten. Also gibt es schon, alles in Ordnung? Ja, läuft da hinten. Was los? Ich habe ihm gesagt, die Kartoffeln sind noch roh, er hat aber probiert. Oh, und der Herr Schubert, er hat recht gehabt. Ja. Nimmst du Honig grundsätzlich auch zum Süßen? Also Honig, finde ich, ist eine super Alternative zu Zucker, absolut. Ja. Ist auch viel, viel geschmacksintensiver und für mich ein ganz tolles Produkt, wo man viele schöne Dinge mitmachen kann. Gerade auch so im Bereich Salate, Salatsoßen, wenn man einen Essig hat, der vielleicht doch ein bisschen mehr Säure hat, als man möchte, da kann man mit so einem kleinen Teelöffel Honig das schon super aufpeppen. Gibt es da ein anderes Mischverhältnis dann? Muss man dann aufpassen, was man. Also, Kochen ist ja sowieso, hat ja auch sowieso mit Probieren zu tun. Und ich finde, man muss immer etwas so abschmecken, wie man es selber gerne mag. Wenn die anderen das nicht mögen, dann haben sie halt Pech gehabt. Wenn im Rezept steht, man soll irgendwie einen Esslöffel Honig nehmen, aber das austauschen muss gegen Zucker, dann ist es vielleicht nur ein Teelöffel. Also da muss man einfach ein bisschen gucken. Also, ihr dürft übrigens jetzt mal probieren, wenn ihr wollt. Wir sind also schon soweit. Alle, ne? Die Leber mögen, oh. So. Pass mal auf. Das heißt, wir sind tatsächlich schon mit der Leber durch hier. Sagt mir Bescheid. Könnte gehen. Ja. So, nee, ist okay. Ja. Was magst du eigentlich? Ich habe das Gefühl, ich störe. Du störst? Ja. Du hast nur keinen Herd, aber ansonsten mögen wir dich gerne. Das ist schon in Ordnung. Alfons jetzt auch langsam hier rüberkommen. Was ist das hier? Ich meine, ich mag diese Nähe. Was ist das hier? Ja. Schon mal Voll daran.
Wacholderrahm? Mhm. Also wir haben jetzt gemacht, zu dem Wacholderrahm haben wir gemacht, ein bisschen, ein bisschen Puderzucker in die Pfanne reingegeben, dann haben wir es karamellisieren lassen, ein bisschen die Zwiebel dazu, dann mit Rotwein abgelöscht, den Rotwein komplett einkochen lassen, dann ein bisschen Brühe drauf, wieder einkochen lassen, ein bisschen Rotwein, ein bisschen Brühe und jetzt zum Schluss ein ganz, ganz bisschen Sahne. Und jetzt habe ich es auch passiert. Die Wacholderbeeren haben wir angedrückt, damit die ein bisschen Geschmack rauslassen. Nein, ich gehe schon wieder. Nee, dann kann ich die spülen gehen für dich. Ja, ja, ich komm. Aber ich liebe Leber. Also, wir bräuchten euch jetzt einmal alle hier, bitte. Guck mal, ich habe auch einen Steck. Einmal großer Leber-Test. Ich habe mir auch nicht gemerkt, da oben die keine Leber. Veronique. Ich bin dafür, dass unser Gast heute mal als erster probiert. Mögen Sie Leber? Ich glaube, ich mag alles, was Frau Poletto kocht. Also ja, ja. Das ist grundsätzlich schon mal nicht verkehrt. Darf ich? Ja, einfach mal herzhaft zubeißen. Nein, nein. Sieht auf jeden Fall ganz lecker aus. Ist denn grundsätzlich hier jeder Koch Leber? Johann, du isst Leber? Ja. Alfons? Ja. Gerne oder? Ja. Ja. Ja, du machst ja auch diese Großhirn an Kleinhirn, machst du ja auch. Ne? Du machst ja alles. Frau Stoll, essen Sie Leber? Neulich habe ich einen Kalbsbriss gemacht. Ja. Da ist zugegangen, da erinnere ich mich, da keiner hat Kalbsbriss mehr. Also da war ich schon enttäuscht. Ja, ne? Kalbsbriss. Ja, so ganz toll. Du warst nicht dabei. Ja, ich weiß, das hätte ich ja probiert. Ja. Ja, dieses Kalbsbriss, das war aber schon, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig. Aber das ist gewöhnungsbedürftig. Frau Stoll, seien Sie froh, dass Sie gar nicht da waren an dem Tag. Wenn Sie nicht so gerne Leber mögen? Kalbsbriss habe ich schon gegessen, das ist okay. Habe ich auch selbst schon gemacht. Ja. 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 Kommt natürlich darauf an, wer es probiert. Der hat dann auf einmal mehr Hirn auf der Zunge als oben. Ja. Also man muss davon ausgehen, dass ich Leber nicht mag. Aber ich probiere es gerne. Veronique, wie schmeckt's? 1A. Super 1A? Lecker. Ja, ja, ganz, ganz fein. Sie hat natürlich auch den ganz, ganz besonderen Gaumen. Sie können das natürlich wahrscheinlich auch noch ein bisschen genauer erklären, oder? Veronique ist beschäftigt. Die macht Marmelade. Frau Stoll? Schweinelecker. Schweinelecker? Ist Leber, ne? Es ist Leber, aber es ist trotzdem Schweine. Kalb. Aber es ist trotzdem schweinelecker. Die Würzung, ganz toll. Okay. Wirklich. Alfons? Sehr gut. Ich meine, dass die Leber bitter ist, kann sie nichts dafür. Aber der Fond-Soße-Kombination, sensationell. Ja? Ja. Konsistent. Sehr schön aromatisch, die Kombination aus der Süße, aus der Säure, in Verbindung mit Chicorée, finde ich einfach, wenn ich immer so Leber bekommen würde, würde ich sehr oft Leber bestellen im Restaurant. Aber jetzt sagt aber der eine süß, der andere bitter. Also ja, die Leber ist bitter. Die Leber ist bitter. Die Leber kann sie aber nichts dafür. Da kann sie nichts dafür. Warum ist die bitter? Hm, zu wenig gesoffen. Cornelia, warum ist die bitter? Das ist ja das große Problem auch an Innereien. Innereien sind immer nur grandios, wenn sie ganz frisch sind. Und diese Leber ist mit Sicherheit schon vor 2 Tagen geschnitten worden und die hat schon fast etwas musige Konsistenz und ist auch ein bisschen bitter geworden. Oh, das, was du jetzt sagst, ist vollkommen richtig, schau her. Wenn du da jetzt mit der Kamera drauf gehst, dann siehst du, dass sie leicht grieselig ist. Ja. Mhm. Und du musst Innereien ganz frisch essen. Und dann wäre die ganz kompakt, das wird dann, ja, wie ein Stück Fleisch unterschneiden. Und die ist schon musig grieselig. Und das ist das, was sie dann auch bitter macht. Kann man das im Geschäft erkennen, ob die Leber schon, sagen wir mal, relativ lang ist? Ich glaube, dass die im Geschäft auch noch in Ordnung war. Aber du musst halt immer sehen, wenn man so eine Kalbsleber hat, die schon aufgeschnitten ist, dann muss ich sie auch sofort spätestens am Abend verwenden. Ja. Mhm. Und das ist das Problem. Mhm. Müssen wir uns jetzt Sorgen machen hier um irgendjemanden, oder? Nein, nein, aber es ist nicht unbedingt so, dass ich sie verteilen möchte. Alles noch im grünen Bereich. Also. Cornelia Poletto, warmer Salat von Honig, Chicorée und Kalbsleber mit Apfelbalsam, Vinaigrette. Das sieht großartig aus. Wer will denn noch mal probieren? Ja? Okay. Also ich würde mich eher links halten. Ich glaube, der Ostflügel heute ist eher leberaffin. Guck mal, da vorne haben wir auch noch, da ist auch noch einer. Oh, am Westflügel ganz also hinten. Also so ein paar Opfer gibt's. Ja, gut. Und die Damenhellblau, die muss unbedingt ein Stück Chicorée probieren. Die Damenhellblau muss Chicorée probieren? Ja, sie hat gesagt, sie ist kein Chicorée, habe ich sie genau gesagt. Sie ist kein Chicorée, gut. Dann werden wir sie jetzt an das Besseren belehren. Wir kriegen das hin. Cornelia Poletto, vielen Dank. Johann, wie weit bist du? Ich brauche natürlich. Also ich habe schon mal hier vorne, guck mal, so Kartoffeln probiert. Ja. Kann man vielleicht mal zeigen, wie das geht? Man macht solche Kartoffelfäden, so Spaghetti, kann ich mal kurz zeigen. Guck mal. Ja. Die tut man einfach hier so drehen, da kommen vorne so ganz lange Spaghetti raus. Siehst du hier? Ja.
Da kann man auch optimalen Rösti mitmachen. Mhm. So, und dann tut man einfach diese Späten hier ins heiße Fett. Dann bekommt man so wunderschöne Kartoffelnest. Also Pommes mal anders. Guck mal. Mhm. Die frittieren jetzt so schön aus hier. Ja? Dann wird das ein richtig schönes Kartoffelnest. Mhm. Mhm. Ja. Und aufpassen am Anfang schon so ein bisschen. So, dann geht's gleich. Okay, wir machen jetzt gleich noch Basilikum dazu. Ja. Frittiert. Johann, heute ist hier Safran im Spiel, ne? Ja, genau. Safran ist ein ungeheuer teures Gewürz. Ich glaube, das teuerste, das es gibt. Ist das teuerste Gewürz der Welt, genau. Da kostet ein Gramm, würde ich mal so sagen, schätzungsweise 10 Euro im Geschäft. Warum ist das so teuer? Das ist ja vorne von so einer Krokusart, sind es vorne die Blütenstängel. Und die müssen einzeln abgetupft werden, dann werden die getrocknet. Mhm. Und dann gibt das so ein wertvolles Gewürz. Also es kommt aus Spanien oder zum Teil auch aus dem Irak oder Iran. Ja. Mhm. Das ist ein ganz wertvolles Gewürz und sehr intensiv. Früher hat man das genommen zum Färben von Kuchen, aber auch sonst zum Färben. Und heute nimmt man das natürlich auch typisch bei Bouillabaisse und so weiter. Ist rot, macht dann aber am Ende gelb. Genau, macht gelb. Das sieht man hier bei diesem Sud. Da gebe ich jetzt noch die Frühlingszwiebel dazu, die ich einfach halbiert habe. Mhm. Ja. Einmal noch kurz durchkochen und dann kommen gleich dazu noch zum Schluss die Tomaten. Und dann werde ich gleich die Rotbarbenfilets braten in der Pfanne. Sehr gespannt auf diese Rotbarbenfilets. Genau. Horst, wie sieht es bei dir aus? Bei mir sieht es sehr schön aus. Ich habe jetzt eine Platte bekommen bei Alfons. Sehr gut. Ich darf eine Platte bei Johann haben. Ja. Mein Fleisch ist im Backofen. Mach ich bin jetzt den Mangold schön am Anschwenken. Meine Soße da vorne, hoffe ich, habe ich gleich soweit. Also ich mag es ja super gerne. Ich mag's und dann können auch wir nachher auch schon probieren. Ich habe den Weißwein schön einreduziert. Den Fond, das ist mein Topf. So. Ein bisschen Sahne lasse ich jetzt noch mit einreduzieren. Habe ein bisschen gehackte Petersilie mit reingetan, Blattpetersilie. Und werde heute das erste Mal aufschäumen. Magst du Chicorée, Horst? Sehr schön. Ich mag Chicorée wie doll, ja. Also gar nicht. Doch. Gerne? Man muss aufpassen. Die Dame da hinten ist, glaube ich, jetzt zum ersten Mal Chicorée, das ihr möglicherweise schmeckt. Wie schmeckt es denn? Achso, ich habe übrigens noch Besteck, wollte ich noch mal sagen. Noch ein Besteck? Ja? So. Also bis jetzt haben wir noch nichts gesagt, Markus. Und? Ja, sie reden nicht mehr mit mir. Oh, das ist schlecht. Dafür reichen mir gelegentlich Piccolöchen, damit sie dann auch ein bisschen gesprächiger werden. Ich bin die Frau Schickorin. Sie sind Frau Schickorin? Ja. Nein, nein. Darf ich da mal dazwischen ganz kurz? Ja. Wo kommen Sie denn her, wenn ich fragen darf? Aus Frankfurt. Ach, aus Frankfurt? Ja. Machen Sie sich ein Hamburg-Wochenende gewissermaßen? Ja. Ja? Und haben gedacht, jetzt esse ich mal Chicorée. Ja, ich wusste, dass das vielleicht kommt und dass ich endlich da überzeugt werde von, dass ich Chicorée esse. Doch, es ist halt mit der Mischung von diesem Honig. Ja. Und das ist wirklich das Übertünchte. Also ich habe immer eine Abneigung wegen den Bitterstoffen. Das ist anders, als Sie sonst im Kopf hatten. Ja, da bin ich ja schon mal so oberglücklich. Ja, doch. Haben Sie auch probiert? Nein, ich gebe es der Dame gleich weiter. Ich habe es nicht probiert, aber ich werde es gern probieren, weil mir geht es genau wie meine Bekannten. Das ist wunderbar von Ihnen. Nur für Sie. Sind Sie gemeinsam hier? Wir sind gemeinsam hier, wir beide. Ja. Alle aus Frankfurt. Sie auch? Nein, wir kommen aus Koblenz. Sie kommen aus Koblenz? Mhm. Ach Mensch, das ist auch eine schöne Ecke. Dankeschön. Ja. So, bitteschön. Sie probieren auch gleich mal ein bisschen Chicorée. Mögen Sie Chicorée? Ja, sehr gerne. Ja? Also ich mag es nicht, muss ich ehrlich sagen. Chicorée und Leber. Chicorée und Leber. Cornelia, das war die ultimative Aufforderung für eine weitere Portion. Ja, sie weiß es schon. Ja, also sie weiß Bescheid. Gut. Aber ich gebe die Bestellung trotzdem mal durch, ja? Ja, ich müsste mal hier. So. Pass auf, ich habe jetzt nur noch hier. Pass auf. Den müsstest du mal probieren, schon mal im Vorfeld. Das ist jetzt hier diese Rosmarin. Es fehlt noch ein klein bisschen. Es fehlt irgendwie eine Magie. Genau, eine Magie. Aber es fehlt nicht Salz. Nein, wir müssen noch mal da. Wir zwei gehen noch mal zaubern hier vorne. Du hast ein Herd frei. Ja, komm mal zu mir. Ich komm mal zu dir. Was fehlt denn? Das sind wir jetzt gerade am Testen. Ja. Weil ich habe da vorne noch ein paar Sachen, pass mal auf. Ich geb so, das ist hier. Nein, die, ne, hallo, die ist nicht das schlecht. Ist dann der Rosmarinsoße, ja? Ja, ich habe jetzt nur ganz zum Schluss einen Rosmarinzweig reingelegt, weil wenn man die von Anfang an mitkocht, geht der Rosmarin-Geschmack wieder tot. Mhm. Ja, das heißt für die frischen Kräuter nur mal ganz zum Schluss rein, weil dann entfalten sie ja Aroma und dann ist auch gut. Hast du denn noch so ein bisschen Kalbsfond oder so, dass es so ein bisschen leichter wird? Die ist so ein bisschen sehr... Die ist sehr kräftig geworden, ja, aber ich habe keinen Kalbsfond mehr. Können wir noch Wein reintun, dann schmecken sie nachher nichts mehr. Dann hast du zu viel Säure.
Ich weiß. Das ist jetzt ein ganz interessanter Moment hier gerade. Ja, das Cornelia, wie ich brauche ein bisschen Neudeutsch würde man sagen, wie pimpt man denn jetzt so eine Soße hier? Pimp ab mal Rosmarinsoße. Pimp ab mal Rosmarinsoße. Ja. Die hat so ein bisschen, also die ist sehr kräftig. Ja. Die bräuchte ein bisschen mehr Leichtigkeit. Ja. Und das zaubern wir jetzt auf irgendeine Art und Weise da rein. Also das ist halt auch Kochen. Selbst wenn es im Rezept so steht, wie Horst es jetzt gemacht hat, muss man für sich entscheiden, ob man wirklich auch glücklich ist damit. Und er ist nicht glücklich. Er ist ziemlich unglücklich und wir werden es jetzt gemeinsam lösen. Und wir beide möchten glücklich werden jetzt. Und die Soße ja auch. Ja. So, was macht man jetzt mit dieser Soße? Also da die so kräftig ist und für mich auch ein bisschen sahnelastig, werden wir jetzt uns irgendwie ein bisschen Kalbsfond besorgen. Ja. Ich habe schon mal zum Aufschäumen, da wird die leichter nachher. Das kann man natürlich auch machen, dass man ein bisschen Luft reinschlägt. Ja, das ist hier wirklich. Wir brauchen Fond. Wir brauchen ein bisschen Kalbsfond, aber der wird gerade gemolken. Ja, könnte jemand mal schnell einen Rind einkochen? Ja, besorgen. Was ist denn mit dem eingekochten Kaninchen von dir? Vielleicht hast du da noch das eingekochte Kaninchen. Habt ihr noch zufälligerweise Fung? Ich würde auch Brühe nehmen. Brühe haben wir doch. Brühe, ja. Brühe habt ihr da? Ja. Dann ist doch schon alles gut. Wer braucht dich du? So, ja. Johann, deine Rotbarbe ist auch schon. Ja, Sekunde. Und wir weiter. Fast fertig. Ich wollte was hingegeben. Hier. Das kann man das Fett rausmachen. Ich gucke da mal nach meinem Fleisch und den Kartoffeln. Komm her, die wird nur ganz kurz gegart, nur ganz saftig. Mhm. So, dann machen wir dazu noch ein bisschen Zitronensaft. Was heißt ganz kurz gegart? Das dauert vielleicht eine Minute, der Fisch in der Pfanne. Nur noch was wir brauchen. So, ein bisschen Pfeffer noch drüber. Das fällt mir immer wieder. Wir bleiben diese Minute jetzt gerne einfach mal bei dir. Fertig. Das ist wirklich immer wieder großartig zu sehen. Wenn Johann kocht, hast du das Gefühl, er bespricht den Fisch. Ne? Ja, ich habe schon die ersten Arbeitsplatten gesehen, die noch mal gewachsen sind dabei. Ja. Guck mal, ich rede mit dem Fisch. Ja, was sagst du dem Fisch? Ich habe ihn lieb. Ja. Fair. Weißt du eigentlich, woher die Rotbarbe diese rote Farbe hat, Johann? Das weiß ich nicht, ne? Ich sag's dir. Das ist eine, wie soll man sagen, eine Abwehrstrategie. Also damit suggeriert der Fisch dem Feind, ich bin hochgiftig, was er ja in Wahrheit gar nicht ist. Ach so. Und, kann man sowas zeige ich mal den Zuschauern was man machen kann. Schau her, mal ein Trick für alle, die zu Hause Blätter frittieren. Man nimmt zwei Schöpfkell ineinander und macht das Blatt hier rein, guck mal hier. Und dann bleibt das Blatt hier drauf und bekommt eine wunderschöne Biegung. Schau her, jetzt hast du hier ein wunderschönes Basilikumblatt mit einer wunderschönen Biegung. So machen wir Basilikumblatt. Komm mal hier. Kannst du das nochmal zeigen? Kann mal zeigen, im Vergleich, wenn ich so reinwerfe, schauen sie so aus, ohne Schöpfkelle. Ja? Wenn ich eine Schöpfkelle nehme, sehen sie so aus. Guck mal, das ist der Unterschied. Das Blatt bleibt ganz und sieht wunderschön aus, wie gewachsen. Kann ich zeig's nochmal vor, schau her. Nee. Schöpfkelle, ein Blatt nehmen, ein großes, hier reindrücken. Johanna Tricks, das ist unglaublich. Schau her, reindrücken, zweiten Schöpfer reinhalten hier. Das sind einfach Tricks. Und dann so ins Fett reinmachen. Jetzt bekomme ich ein schön aufgebogenes Blatt. Ganz einfach. Was wichtig ist übrigens, wenn das Fett heiß ist, ein ganz toller Tipp. Weißt du, wenn das kalt ist, ganz scheiße. Jo, du liegst in den letzten Zügen, oder? Ja, ich brauche vielleicht noch zwei Minuten, bitte. Dann gehen wir noch eine Station weiter. Fertig, glaube ich. Du bist vorher fertig? Ich glaube, wir werden dann vorher fertig. Aber du kannst so lange hingucken gehen. Nee, wieso soll ich dir den schälen? Die Vitamine hängen unter den Schalen und das sind ganz kleine Kartoffeln schon. Ne? Außerdem hatte ich keine Zeit. Gibt es nicht in der Schale hin und wieder ein Problem mit Alkaloiden oder wie man das nennt? Alkaloiden? Nee, damit habe ich noch nie gekocht. Nee. Nein. Ich glaube ja. Nein. Alfons, Alkaloide, Kartoffeln. Alkaida, das ist doch. Da kämpfen die Amis doch schon ewig gegen. So. Die Kartoffelschale kennst du? Was machst du hier? Ja. Das sind so Bitterstoffe, Giftstoffe, die da drin sind. Sind da Giftstoffe drin? Unter den Kartoffelschalen, die kannst du doch mitessen. Doch, wenn die schlecht gelagert sind und zu lange im Büro stehen. So ist, dann darf man gar nichts mehr essen. Ja, aber da musst du die aber verdammt lange falsch lagern. Ne? Wie lagerst oder? Du die Kartoffeln? Ich lagere die nicht, ich koche die direkt. Nein, es gibt ja Kartoffeln, die man lagern kann. Ja. Moment, ich bin direkt wieder da. Genau, Fleisch wollte ich hier mal. Du? Mami auch schneiden? Ja, ich Kartoffeln schon rausholen. Nein, da muss man natürlich aufpassen, welche Kartoffel man nimmt. Man kann nicht jede Kartoffel lagern. Oh, sag mal, du hast Fleischbraten gelernt. Ja. Das ist der helle Wahnsinn. Ja, ich habe heimlich Kochbücher gelesen. Das gibt's doch gar nicht. Guck mal da. Ja, ja. Ich hier. Ich habe hier vorhin.
Ich habe mir vorhin kurz Sorgen um den Garpunkt gemacht, aber... Nein, das scheint gelungen zu sein, ne? Nein, also wenn sich einer mit dem Garpunkt auskennt, dann Horst. Dankeschön. Dankeschön. Ich habe immer noch alles heiß bekommen und zum Schluss war doch lecker. Ne? Alfons? Die Zuschauer endlich, wer der lecker ist. Ja, klar. Ja, wo willst du das denn jetzt? Hier in die Mitte würde ich das nehmen. Soße weißt runter? Du, die Soße ein bisschen drunter und dann ein bisschen drüber. Okay. Ja? Das gibt schon wieder was zum Essen. So, wie du das sagst. Ja, hier geht das ganz wie doll. Ne? Seitdem. Die wird ganz schnell und zügig gegessen. Also die Soße, was soll ich sagen? Ich meine, gut, der Teller ist auch sehr schön. Ja. Der Teller ist ein Traum. Oh, jetzt habe ich was. Da kam aber viel Salz raus jetzt. Mhm. So. Falls da zu viel Salz war, das war die Mühle. So. Das sieht aber schon geil aus. Sieht super aus, Horst. Ich bin ein bisschen stolz. Wie hast du das jetzt genau gemacht? Also kurz angebraten? Ja, das war das, was ich eben so durcheinander gemacht habe. Ich habe es wirklich vorher richtig schön mit Pfeffer eingerieben und sehr scharf angebraten, damit ich eine Kruste bekomme. Mhm. Außerdem brauchte ich einen Bratensatz in der Pfanne, damit ich die Soße ansetzen kann. Und dann habe ich das Fleisch zu den Kartoffeln, die ja im Backofen nur gegart sind, einfach oben drauf gelegt, damit der Fleißsaft nicht verloren geht und nochmal über die Kartoffelchen geht. Dadurch bekommen die Kartoffeln einen sehr schönen Geschmack. Und das Fleisch war jetzt im Backofen und hat da einfach 12 Minuten ganz langsam gezogen. Und deswegen ist es jetzt so schön, wie es sein sollte. So, und es ist jetzt auch fertig. Ne? Eigentlich ist es fertig. Wir können das jetzt probieren. Ein Wahnsinn. Und kannst du uns noch mal sagen, was das jetzt ganz offiziell ist? Ja, das ist ein Kalbsfilet auf einer wunderbaren, wie hieß die Soße noch mal? Rosmarin. Mit frischem Mangold, nur ganz kurz angeschwenkt. Und dann die Kartoffelchen mit Schale im Backofen gebacken. Ich habe nicht so Namen wie die anderen. Von Ihnen, ja. Kartoffeln haben wir ein bisschen Witz, ne? Johann, hast du gerade, oder? Nein. Ja. Ist schwierig. Alfons, mal probieren. Du bist ja heute nicht so beschäftigt. Komm mal laut schon. So, hier haben wir Veronique, mal probieren, Frau Stoll. Ja. Es ist fast eine Premiere. Also die letzte Leber von Herrn Lichter war ja gut durch, sagen wir mal. Ach, was heißt gut durch? Na, die war gut durch. Sagen wir mal so, man konnte sie nicht noch mal wiederbeleben. Die war gut durch. Obwohl, ich habe die zweite Scheibe, die übrig war bei der Sendung, die habe ich nachher einem Dachdecker gegeben. Der suchte noch eine Schieferplatte. Ja, eben. So was in der Art war das. Nehmt euch Soße hier, ne? Ein bisschen in Söschen zoppen. Cornelia? Das machst du gerne, ne? Immer ich bin noch nicht mit dem Mangold durch, aber das Fleisch ist super. Die Soße habe ich ja mehrmals probiert. Ja. Und? Ihr könnt was sagen. Ich kann auch so lange rausgehen, wenn ihr euch. Also die Kartoffeln, die ich jetzt probiert habe, die waren durch. Ja, ne? Ja. Die war jetzt richtig schön, ne? Also das ist halt immer ein bisschen gefährlich, der Mangold, weil der neigt halt so ein bisschen zu bitter sein. Aber der ist sehr vitaminreich, der. Der ist sehr vitaminreich. Der ist sehr vitaminreich. Da liebe ich so an seinen. Das ist eigentlich auch für Vegetarier ist der sehr gut. Ja, die werden ja, die kriegen ja auch keine Falten, das weißt du. Die werden welk. Die Vegetarier. Mhm. Ne? Wir können auch noch mit mehr Missverständnissen aufräumen. Silberzwiebeln sind auch nicht aus Edelmetall. Das Fleisch ist, ne? Ist wunderbar, die Soße ist sehr schön. Also der Mangold hat für mich ein bisschen viel Knoblauch, aber ansonsten ist das rundum gelungen. Also. Dankeschön. Ja. Man könnte mit dem Mangold noch mal schön machen. Ja. Ich finde am besten auf diesem Teller die Garnitur, das Blatt mit den Kartoffeln. Ja, aber ich mag das, weißt du? Vor allen Dingen kannst du, brauchst du einen Teller nur auf einer Seite. Ich finde auch wichtig, dass man so das Grundprodukt auch noch mal sieht. Ja, danke schön. Ich wollte auch noch ein Kalb dran setzen. Ja, ein Kalbsfuß. Nee, schmeckt wirklich lecker, oder? Ich finde es grandios. Alfons? Ja, lecker. Also ich finde, für das, wie es vorher ausgeschaut hat und was der jetzt daraus gemacht hat, ist es eine Sensation. Das Erdige vom Mangold weggemacht. Ja, ja, ja. Ne, normal ist er ja erdig. Ja, das Erdige vom Mangold ist weg. Das ist, dass der richtig knackig ist. Mhm. Ja, den habe ich auch wirklich nur ganz kurz angeschwenkt, weil halt das Problem ist, dass er ganz fies aussieht, der wird muffig. Und dann wird er auch sehr bitter. Das heißt, den Mangold habe ich wirklich nur bei ganz kleiner Temperatur kurz vorm Anrichten noch einmal angeschwenkt. Und ich mag das mit dem vielen Knoblauch da drin. Das ist halt Geschmackssache. Schön ist, Mangold zu machen, ist ja wie ähnlich wie Spinat. Bloß das Problem, die Farbe geht irgendwann tot und dann riecht er muffig, sieht kacke aus und schmeckt nicht mehr.
gebe ich auch noch meinen Senf dazu. Ja? Einmal ganz kurz. Gerne. Ich bin überhaupt eigentlich nicht so ein Mangold-Fan, aber ja, das finde ich richtig lecker. Um in deinen Worten zu sprechen. Also, hast du fein gemacht? Ne? Hast du wirklich fein gemacht? Das ist schon auch ganz erstaunlich. Ne? Du hast einen großen Lernprozess hier durchlaufen im Laufe der Zeit. Ich bin ganz ehrlich, dass ich von den Kollegen mit den Augen ununterbrochen klaue. Ich höre ja auch schon mal zu, auch wenn ich Blödsinn erzähle. Aber ich habe so viel gelernt hier von unseren Sternekollegen. Ich habe manchmal das Gefühl, so ein ganz kleines bisschen, ne, ist schon bei mir angekommen. Ich brauche nicht für alles. Absolut. Ja? Absolut. Ja? Also. Ja. Schön, dass du da bist, Horst. Und wir kümmern uns jetzt mal um die Rotbarbe von Johann. Die wird, glaube ich, in diesen Augenblicken fertig. So ist das aus, das fertige Gericht? Dekoriert mit Basilikum und schön mit. Gebratene Rotbarbe auf grünes Gemüse. So, wer möchte probieren von euch? Wir alle. Soll ich mal Besteck holen? Ja, wir alle und auch ganz schnell. Endlich wieder was zu essen. Bitte sehr. So. Probiert? Ja. Willkommen. Vielleicht ein paar Löffel auch, genau. Danke. Alfons? Ich bin unglaublich gespannt auf diesen Fisch. Ja. Probier mal, ja. Also Rotbarbe ist ja kein Fisch für Anfänger, ne? Sondern? Ja, das ist schon ein kräftiger Fisch, wo man auch Fischfan sein muss. Der schmeckt nämlich. Hier, Horsti. Ja? Ist der so heftig? Mhm. Heftig nicht, aber kräftig. Was ist denn ein Fisch für Anfänger? Fisch für Anfänger ist sowas wie Seezunge, Steinbutt, Kabeljau, Schellfisch, diese ganzen weißen Fische. Johann ist von sich selber begeistert. Ich würde es essen. Ja. Schmeckt großartig. Hat auch so eine leichte Säure. Woher kommt diese Säure, Johann? Die kommt, ich habe ein bisschen den Saft genommen von den eingelegten Bärlzwiebeln, also ganz wenig von dem Essig reingemacht. Und dann eben Safran, ein bisschen Zucker für die Spitze zu brechen und das Gemüse eben angeschwitzt mit Knoblauch, Schalotten, Thymian und Rosmarin. Mediterran, also mediterranes Essen. Das wäre dann ja das Fachgebiet von Cornelia. Grandios. Also das kann man einfach immer essen. Ganz leicht, mit viel Geschmack. Schön. Ist perfekt, ja? Ja. Und es ist tatsächlich ein leichtes Essen. Und, ja, und dieser Fisch hat auch wenig Fettgehalt, ganz offensichtlich. Also zumindest schmeckt er so. Ist ein ganz, ganz leichter Fisch und eine ganz leichte, wunderschöne Zubereitung. Horst mit Soße? Ja, sicher. Mit Soße, ja. Sicher. Ja, ja. Frau Stoll, wie schmeckt Ihnen der Fisch? Ich finde den Fisch ganz toll, zart, ein wunderschöner, reiner Geschmack und das Gemüse ist sehr fruchtig, also total schön. Man merkt den Safran, aber nicht aufdringlich. Mhm. Safran merkt man. Ja, man merkt. Noch diese leichte Säure. Mhm. Von der aber ganz fruchtig hat. Ist ja. Das Gemüse. Ist das jetzt andächtiges Schweigen oder die... Die Frage, wie formuliere ich es richtig? Man möchte jetzt die Anrichteweise nicht kaputt machen beim Essen. Ja, ja, das ist wahr. Das sieht so der schön hat aus, dann ne? Von mir viel abgeguckt. Dann. Und, ja. Ja. Das ist schön bunt geworden. Was gut kommt, ja. Was gut kommt ist der Safran. Das ist leicht bitterne, aber nicht so dominant. Und deswegen braucht es diese Fruchtigkeit dazu. Und den Fisch, der ist wahnsinnig schwierig zu garen. Eine Sekunde zu viel und er ist wie Stroh. Und der ist wunderschön. Schaut, der ist direkt noch dick unten. Ja. Der ist aufgelaufen und das ist die Kunst bei der Rotbarbe. Wie hast du den nochmal genau gemacht, Johann, diesen Fisch? Eine Minute, sagst du. Also, Olivenöl nur ganz leicht warm gemacht, reingelegt, nur vielleicht 10 Sekunden und dann umgedreht auf die Hautseite. Einmal heiß gemacht, die Pfanne weggezogen, nur ziehen lassen. Also, vielleicht eine Minute insgesamt die Garzeit für dieses Filet. Mhm. Und dann sieht er durch die Speicherwärme der Pfanne sieht er nach und das kann man hier vielleicht nochmal zeigen. Ich bin jetzt mal so frei, guck mal hier. Wenn ich jetzt anfasse, dann sieht man hier einfach, guck mal hier, der Saft im Fisch da genau drin. Siehst du ja. Horst, sowas auf dem Kohleofen geht nicht, ne? Nee, aber damit brauche ich nur am Kohleofen vorbeizugehen, dann ist der Fisch schon wieder zu gar. Ja, also das ist definitiv so. Was sagst du? Gut, was soll ich dazu sagen? Mir fehlen da sowieso immer die Worte, so ein kleines bisschen. Ich kann nur sagen, optisch ist es einfach ein Traum. Es ist also wunderschön Traum, von den Farben ne? her. Geschmacklich ist so, dass ich sage, okay, schade, dass ich nicht rausfinden kann vom Geschmack, was alles drin ist.
Gott sei Dank durfte ich daneben stehen, habe ab und zu mal rübergeguckt. Ich finde es einfach grandios. Außerdem gefallen mir die Kartoffelchen. Obwohl, bei der Soße brauchst du so einen Pfund Kartoffeln zum Drücken nachher in der Soße. Oh, so durchmanschen. Ja. Nein, ist sehr geil, sehr geil. Also, Rotbarbe von Johann Lafer. Was macht euer Kaninchen? Der fertig. Safran haben die Römer früher gegen grauen Star verwendet. Weil der Safran zwei Carotinoide hat. Das eine heißt Crotin und das andere heißt Crocitin. Mhm. Und man weiß heute, dass das Crotin, sagen wir mal, defekte Nervenzellen wieder regeneriert und dass man sich das Erlernte besser merken kann. Und dass das UV-Licht, das Blaulicht, ein freies Radikal, die Hornhaut und die Netzhaut schützt gegen grauen Star. Das zum Safran. Verstehe. Das heißt, so, jetzt kommen wir an, einem Torhüter vom FC Bayern verabreicht man möglichst viel Safran, damit er ein gut sehen kann, wo die Bälle kommen. Genau. Oder? Olli Kahn dann in dem Fall. So, jetzt pass auf. So. Also wir haben jetzt die Spätzle nicht angeschwitzt in Öl und in Fett. Wir haben das ein bisschen cremiger gehalten. Wir haben eigentlich nur ein bisschen Brühe hingegeben. Haben die Spätzle dann gemacht mit ein paar frische Steinpilze. Mhm. Geben jetzt da ein bisschen was hin. Jetzt kommen wir mit unserer Soße, die wir da hergeben. Das ist einfach diese Reduktion. Ne? Das ist nicht gebunden. Ich habe ein Tuch her, dass ich das wegwischen kann. Das hat einen sehr guten Geschmack. Frau Scholl, sehen Sie, wie der das anrichtet? Das ist interessant, ne? Das ist, richtig, das richtig ist schönes bitte. Handwerk, ne? Ja, das muss man richtig können. Müssen wir messen. Gehen wir da hin. Aber Sie haben das jetzt im Wesentlichen allein gemacht. Ja, das allein gemacht. Herr Schubert durfte ein bisschen assistieren. Er hat mir auch Ratschläge gegeben. Ja? Was hat er gesagt? Du nicht so viel machen, nicht so heiß, du nicht so viel salzen, also ist die ganze Zeit nicht gegangen. Ja? Die Soße wird zu wenig, pass auf. Ja? Ja, ja. Also beim Kaninchen ist es so, dass das Kaninchen natürlich nicht so einfach zu braten ist, dass es schön saftig ist, weil es sofort fertig ist. Mhm. Das heißt, ähnliche Problematik wie bei der Rotbarbe, ja? So ähnlich, ja. Ja, ja bitte? Die Speisen der 5000 statt. Ja. Ja. Bist du auch in der Lage, Fisch beliebig zu vermehren, oder? Bitte? Bist du auch in der Lage, Fisch beliebig zu vermehren? Ja, klar. Ich habe noch nie so bescheidene Kundschaft gesehen wie heute. Ja, gut. Wenn du jetzt noch hinkriegst, aus Wasser Piccolöchen zu machen, dann wären wir richtig glücklich hier. So, bitte, jetzt geht's los. So, also. Soße probieren, Spätzle. Schauen wir uns jetzt mal an. Kaninchenrücken. Guten Appetit. Also, so schaut's aus. Was haben wir hier? Und ich nicht wackeln, um Himmels Willen, Frau Stoll. Also, Kaninchenfilet an Wacholderrahmen Steinpilzknöpfle. Diese Knöpfle bin ich sehr gespannt. Ich würde sagen, Horst, du probierst als Erster. Es gibt niemanden hier in unserem Kreis, der für Kaninchen dermaßen Spezialist ist wie du. Gut, dann werde ich mich mal an dieses Tier wagen. Ja. Ich bin ein Kaninchen-Sommelier. Ja. Was? Kaninchen-Sommelier? Ja, ja, ich kann rausschmecken, wann das wo, wie geboren und aufgewachsen ist. Ja. Zu mir hast du mir gesagt, du bist ein Rammler. Beides stimmt wahrscheinlich. Scheiße, ich will noch. Alfons, bitte 10 Euro die Schubikasse. Ja. Ich werde rot. Ja, das ist mir auch selten passiert, dass ich rot werde. Also Horst, was sagt das Kaninchen zu dir? Das Kaninchen sagt zu mir, dass es sehr gerne dafür gestorben ist. Ja. Lass mich noch ein kleines Stückchen hier probieren, weil die Soße, die ist ja... Alfons, die saure Gurke gehört dir, ne? in dieser Fernsehsaison, das weißt du, ne? Die saure Gurke hattet ihr doch vorher, ne? Das heißt, die geht jetzt quasi direkt an euch über dann. Wir haben die abgegeben, jetzt kriegst du da Alfons. Ja. Aber wofür hast du noch mal die saure Gurke gekriegt? Weil ich einer Dame, die bei Joran gekocht hat, gesagt habe, dass sie aussieht wie ein Nougat-gefülltes Marzipanpralinchen auf zwei Beinen. Ja.
muss auch dazu sagen, dass das deine Lieblingspralinen sind. Dann war es doch das größte Kompliment, was du geben konntest. Ja, aber die Mediendamen, die das gesehen haben, die werden wahrscheinlich aussehen wie so eine wunderschöne in Rum eingelegte Trockenpflaume. Deswegen war mir so leid. Ja? Oder? Ich sag mal so. Ja. Ich glaube, dass du diese saure Gurke in diesem Jahr schon wieder, also da hast du dich jetzt gerade wieder ganz weit nach vorne geschossen. Ja, die goldene Korinthe zurückgeschickt, gell? Genau. Die goldene Korinthe? Ja, aber für die Korinthenkackerei. Haben wir denen die goldene Korinthe gemacht und ja. Johann hat einen schönen Text dabei geschrieben, haben wir dann zurückgeschickt. Und wir waren noch ein bisschen sauer, weil die saure Gurke ist ja ein Wanderpokal, die mussten wir abgeben, aber die Korinthe können die behalten. Also kurz zum Essen. Also, Kaninchen? Also ganz kurz zum Essen von meiner Seite. Also ich mag es sehr gerne. Die Soße ist für mich wirklich sehr gelungen, schmeckt gut. Die Knöpfle kann ich nicht so beurteilen, weil da bin ich nicht so ein unfassbarer Fan von. Die sind mit Sicherheit gut gemacht, aber ich bin da eher so ein Fan und sage, naja, gut, muss ich. Aber das Kaninchen, Soße, für mich sehr, sehr geil. Pilze, Spitze. Mhm. Cornelia? Ich so. Ich kann eigentlich auch nicht viel dazu sagen. Also es schmeckt einfach wunderbar. Auch ein bisschen Wacholder ist auch in der Soße, ne? Mhm. Ja. Sehr herbstlich, schön. Gut. Veronique? Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin eigentlich gar nicht so ein Kaninchen-Fan, aber das hat mich total überzeugt. Das finde ich super lecker, auch mit der schönen Rotweinbutter. Ganz klasse. So. Johann. Es gibt Situationen, wo man nichts sagt, einfach genießt. Oh. Also. Nein, das ist eigentlich ganz gut gelungen. Das Einzige, was ich gesagt habe, was man ein bisschen, sagen wir mal, das muss man ganz ehrlich jetzt mal hier zugeben. Ja, bitte. Das hat der Horst ein bisschen umschrieben. Mich wundert, dass er so einen guten Geschmack hat. Dankeschön. Das sind die Spätzle. Das ist halt, weißt, da ist zuerst der Ofen ausgegangen, dann bist du gekommen und hast gesagt, du brauchst eine Platte. Daraufhin war das Spätzle Wasser und die Spätzle drin, aber es hat nicht mehr gekocht. Ja. Jetzt haben wir es wieder kalt, jetzt haben wir es wieder hingekocht, ohne dich anzuschwärzen. Das wollte mir in der Sendung wirklich nicht. Und ich finde es schön, dass ich sogar schuld bin, wenn woanders was schief geht. Ja, jetzt sind die natürlich wieder in sich verschmolzen, aber das ist doch. Aber wenn es natürlich mit der Soße ist, und dann haben wir Folgendes gemacht, wir haben die Spätzle nicht in Öl angeschwitzt, sondern wir haben sie ein bisschen warm gemacht, die Pfanne haben wir ein bisschen Brühe reingegeben, damit die Konsistenz ein bisschen besser kommt. Und dann hat es ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen viel Muskat drauf, und die Steinpilze verschwinden jetzt ein ganz bisschen, und deswegen habe ich es oben sichtbar noch mit draufgegeben, und das ist okay. Und zu Recht war sie die Siegerin der Küchenschlacht. Ja, genau. Muss man sagen. Super. Oh, danke. Großartig. Ganz gut. Ich schon Köchin. Ja. Ja, du merkst mit Leib und Seele, wie sie die Soßen reduziert, wie sie das gemacht hat. Weil ich habe gefragt, wie machst du das denn? Und dann hat sie gesagt, ich mache so und so und so. Und dann habe ich gedacht, na, schau her, super. Ja, dann habe ich es lassen, weil da kannst du nicht viel falsch machen, aber das hast du gut gemacht. Da kann man nicht meckern. Ja? Danke. Also ich habe die Pfanne bei mir hin und her geschoben, ich habe den Ofen absichtlich ausgestellt, damit es nicht so gut rüberkommt dann. Aber na, schau. Nein, das war okay, super. Wunderbar. Aber ja, ich musste ja total umdenken. Früher hat man ja Soßen mit Mehl gefunden. Ich musste das ja ganz neu lernen, die letzten 10 Jahre. Das macht man ja und nicht. Und wir sind mehr hier in einem Fernsehstudio und es ist alles aufregend und so weiter. Ich finde, Sie haben das ganz toll gemacht, Frau Stolz. Schau her, jetzt komm her. Komm her, jetzt müssen wir verteilen. So. Ja. Und dann freuen wir uns jetzt auf diesen speziellen. Das ist schon wieder Marmelade eingekocht, oder? Ja, 3 Stück, ne? War die Vorgabe. Nein, ich wollte mal schauen, wie weit ich komme. Jetzt habe ich natürlich mit dem Finish, bin ich jetzt nicht ganz fertig. Aber fast. Pass auf, fast, ja. Ich habe gemacht ein Gelee aus rosa Grapefruit mit Himbeeren. Das ist auch gerne hier schon mal zu probieren. Mhm. Dann habe ich hier ein Chutney von Brombeeren und Zwetschgen. Mhm. Thema herbstlich. Chutney ist sozusagen die, sagen wir mal, gewürzte Variante der Marmelade. Chutney ist im Grunde genommen die indische Würzmarmelade. Mhm. Ja. Die machen ja da alles rein, ne? Also, da kannst du wahnsinnig viel mit Gewürzen machen. Also
ich mache gerne, ich habe jetzt hier Zwetschge, passt ja sehr gut in den Wildsektor mit Wacholderkerne und mit Piment und Thymian. Also das habe ich so ein bisschen. Aber du kannst auch Karotte mit Koriander gut kombinieren zum Beispiel und Zwiebeln. Also, und Essig ist immer wichtig. Hochwertigen, feinen Essig. Ich finde ehrlich, das sieht auch... Darf ich dir Feuer geben, Horst? Ich finde, das sieht auch optisch unheimlich ansprechend aus. Darf ich mal probieren? Das ja, ist bitte. Jetzt hier. Also das ist jetzt das Grapefruit-Chili. Mhm. Und wobei ich jetzt auch das so gemacht habe mit dem Grapefruit-Chili, normalerweise entsaftet man das ja immer ganz mühevoll. Und ich habe jetzt einfach nur die Grapefruit quasi gepresst mit Orange, Himbeer püriert dazu und eingekocht wieder 3:1. Das war's. 3:1 ist Ihr das ist, Favorit, das ja? Das ist der Wahlspruch. Okay. 3:1, das habe ich eben nicht mitbekommen. 3:1, also Verhältnis Zucker-Frucht. Gegen mich, genau. Gegen Veronique. Ja. Zuckerfrucht. Es geht immer um dieses Mischverhältnis. Also dreimal so viel Zucker wie Frucht. Und in deinem das wäre dein Rezept. Es wäre eigentlich genau umgekehrt, ja. In Rommerskirchen genauso. Nein, ich bin dafür, dass die Fruchtsüße das ausmacht. Ja. Ja? Dass die Frucht spricht. Ein Teil Zucker. Horst, du hast probiert, wie schmeckt's hier? Also ich bin begeistert, vor allen Dingen über diese Präsentationsart hier. Irre, und jetzt weiß ich, man braucht dabei definitiv kein Brot. Das ist kompletter Quatsch. Und dann essen Kinder mit Sicherheit auch sehr gerne Marmeladen, wobei ich dafür eigentlich gerne ein anderes Wort finden würde, was ich aber leider Gottes in meiner Sprachgebrauch nicht habe, weil es ist zu schade. Marmelade ist da schon zu niedrig angesetzt. Da muss höher angesetzt sein, oder? Ja, Fruchtaufstrich. Also Marmeladchen zum Beispiel. Im Grunde genommen ist es ja auch keine Marmelade, sondern es ist ein Fruchtaufstrich. Und das, was du schon gesagt hast, du kannst ja wirklich prima Sachen machen mit Marmelade. Ob du jetzt die Plätzchen füllst damit oder das, die Tarts aprikotierst. Es gibt ja ganz viele verschiedene Arten, Marmelade einzusetzen, außer aufs Frühstücksbrot. Johann? Also es ist wirklich... Das Schöne dabei ist erstmal, dass die Früchte mit ihrem Eigengeschmack extrem gut zur Geltung kommen. Ja. Weil Zucker ist der Tod für den Geschmack. Wenn man zu viel Zucker reinmacht, geht der Geschmack weg, es ist nur süß. Hier schmeckt man alle Einzelheiten der Deswegen Einzelheiten. Auch dieses Mischverhältnis 3:1. Und ich finde es das schön, dass die Konsistenz eben nicht so kompakt ist, wie man das sonst von Marmeladen kennt, die man so abstechen kann. Es ist ganz normal. Also ich kann nur sagen, Marmelade ist ein sehr allumfassendes Thema. Es gibt da ja extrem viele auf dem Markt. Aber ich würde empfehlen, den Leuten die demnächst so zu machen, wie die sind. Großartig. Ja, sehr lecker. Alfons? Hier muss ich gleich sagen. Die Kunst ist ja, dass man den Zucker zurücknimmt und dass es noch fruchtig rüberkommt. Mhm. Und nicht, dass es sauer ist oder süß. Und da hast du eine gute Kombination. Das schmeckt. Also da kannst du was wissen, da kritisieren. Ja. Also, Cornelia? Ich bin sowieso ein großer Marmeladenfan und ich finde das so toll, wie Veronique das macht, weil man auch so viele Möglichkeiten hat und tatsächlich die Frucht im Vordergrund steht. Und man kann mal mit mehr Gewürzen, mal weniger. Ich gehe mit unserer Tochter immer Erdbeeren pflücken in der richtigen Zeit. Einfach nur ein bisschen Vanille, Erdbeer und dann hat man das ganze Jahr tolle Marmelade. Mhm. Also, Frau Stoll? Ohne Worte. Das Zwetschgen-Chutney war so toll, ich bin total. Also, Veronique, ich fand das zwar sehr, sehr aufschlussreich, was wir heute hier erfahren haben. Vielen Dank für den Besuch. Haben eine Menge gelernt heute in der Sendung über Rotfarben und Kaninchengarzeiten. Ja, eine Menge mitgekriegt. Und wir haben gelernt, dass Herr Lichter mittlerweile den perfekten Garpunkt erwischt. Lass dir die Pflaume schmecken, Cornelia, schön, dass du da warst. Das war Lanz kocht für diese Woche. Würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Jetzt die Kollegen von heute Nacht in Mainz. Die Wagen. Tschüss, machen Sie es gut.